Gitarre, welch Charisma ist darin versteckt? Melodien über Debatten, Noten über Lettern, Gefühl über allem, was kommt aus Stift und Federn. Ach, wie vergehe ich in dieser hohen Kunst? Wie vermisse ich die Heimat dieser noblen Zunft? Könnte ich doch jeden Moment darin verleben? Ich würde sterben, wäre mir das gegeben. Ja, wir freuen uns, dass wir als Jury, ich spreche beim Namen der Jury, Ihnen den dritten Preis überreichen dürfen für Ihr Bild Was heilt. Es war, das darf ich sagen, eine lange Diskussion, die wir in der Jury geführt haben. Und wir haben bis zuletzt eigentlich um dieses Bild gerungen, haben sehr viel darüber diskutiert und haben letztendlich in der Verbindung aus dem Bild mit dem Text, den Sie dazu geschrieben haben, dann eigentlich das gefunden, was uns persönlich sehr angerührt hat und wo wir genau diese drei Punkte, Musik, Macht und Kommunikation, wiedergefunden haben. Deshalb haben wir mit voller Überzeugung am Schluss gesagt, dieses Bild muss auf jeden Fall einen Preis bekommen. Ich darf Ihnen den dritten Preis als Urkunde überreichen. Möchten Sie das nicht in das Kühlschrank hängen oder möchten Sie es lieber so nehmen? Ja, es ist schwer. Der zweite Preis. Und den überreicht er Georg. Valerie Borstoff. Jetzt geht. Da ist er. Ich bin auch nur dazu da, um diesen Preis zu übergeben. Aber ich wollte auch ein paar Wörter zufügen. Wir kennen uns seit einiger Zeit und er ist ein ganz eifriger Bildhauer mit viel Fantasie. Als ich dieses Werk gesehen habe, das hat mich auch beeindruckt. Das ist was nicht gewöhnliches. Sonst sieht man etwas Übliches. Eine Büste oder Statue, aber das ist mehr nicht nur dreidimensional, sondern hat einen Elan, wie auch diese Innenleben praktisch, diese Polhau, verkippt den Berg etwas ganz Besonderes. Also ich habe nicht so häufig sowas gesehen und ich bewundere dich ja, für deine Fantasie auf. Ja. Weil ohne Fantasie keine Kunst. Der erste Preis wird überreicht von König Georg dem V. aus Hannover. Er sieht heute wirklich besonders hell aus. Ich habe mal wieder eine Frau. Und ich als König von Hannover muss immer sagen, die Könige kamen immer gut weg. Auch in der Geschichte. Aber die Frauen, die immer den König geleitet haben, wenn sie von König 1 bis König 5 mal durchgucken, gibt es endlich nach vielen Jahren ein Buch, Die starken Frauen der Welt. Und das wurde auch langsam Zeit. Denn in der Geschichte kommen immer nur die Männer, nur die Frauen, die haben von hinten immer gesagt, so würde ich das nicht machen, mach das lieber anders. Wir verleihen den Kunstpreis Gottwede 2019, Musik, Macht, Kommunikation, den ersten Preis an Olena Derda. Ist da. Nicht hinschmeißen, um Gottes Willen. Wisst ihr, muss ich, hängt mir das fest. Pass auf, dass du dich nicht nach vorne reißt. Die ist schwer. So. Meine Glückwunsch, die ist schwer, ne? Habe ich doch gesagt. Mein Glückwunsch. Ja, die Noten, die so
України живу та працюю в Ужгороді. Guten Tag, also ich heiße Olena Derda, also ich bin Künstlerin aus der Ukraine. Ich arbeite und wohne in Ushgorod, das ist eine Stadt in der Westukraine. Викладаю в Закарпатській академії мистецтв. Ich unterrichte an der Fachhochschule für Kunst in Ushgorod. Я дуже рада привітати вас усіх і подякувати за прекрасну виставку та високу оцінку моєї роботи. Also ich begrüße Sie alle und bedanke mich für die Einladung, für diese schöne Kunstausstellung und dass ich dort teilnehmen durfte.